Ja, dann werden wir jetzt hier den I8 kurz vor dem Aufsetzen sehen, werden wir direkt schauen. Aber das machen die für das Sprint immer. Die bauen die Hecktüren ab. Und wir haben also dann hinten eine riesengroße Öffnung, aus der die Reifenströme sehr bequem bei sehr geringen Fluggeschwindigkeiten einen sehr leichten Abgang aus dem Absetzluftfahrzeug, in dem Fall aus dem Hubschrauber, haben. Ansonsten ist es auch so, dass man an der Seite aus dem Absetzflugzeug heraus muss, ob eine Tür da irgendwo ist oder eine Tür in der L-10. Und die Geschwindigkeit nach Abrufen wird 140 km pro Stunde beträgt. Und der erste Schreck, wenn man dann das Flugzeug verlässt, der ist dann etwas größer als beim Hubschrauber, der langsamer fliegen kann, wo man geschützt sozusagen aus dem